Na gut, dann machen wir uns mal ran. Also einmal hier unten rumlaufen war das. Bis dahin, wo keine Karte mehr angezeigt wird. Okay. Dann hoffen wir das Beste. Es ist so schön viel Öl hier in der Nähe. Das wird richtig schick später. Es gab auch schon mehrere Hinweise, was ich noch so machen könnte. Also zum einen, da wir nicht ganz so viel Kohle haben, könnte ich das Öl auch benutzen für die Treibstoffblocks, die es da gibt. Also diese Brennstoffzellen-Dinger da. Das wäre eine gute Idee, ja. Weil wir brauchen die Kohle ja auch für Plastik zum Beispiel. Und es wäre schade, das dann zu verfeuern. Und für Sprengstoff. Und der Wald hier ist viel zu dicht. Aber es ist schon mal keine Basis hier drin, das ist gut. So dicht, dass ich nicht mal durchkomme. Das ist garstig. Durchschlagen würde ewig dauern. Ja. Gibt es eine Kettensäge mit bei der Dreiteck? Das wäre praktisch. Komm, lass mich raus hier. Ich glaube euch schon, dass hier keine Basis ist. Und ich muss ja auch nur so weit... Ich muss nur so weit gucken, wie unser Smog reicht. Und dann jedes Mal, wenn wir mehr Smog produzieren... Jedes Mal, wenn wir mehr Smog produzieren, dann halt einen weiteren Kreis um die Basis rumziehen, um zu gucken, ob da Basen sind. So, wir können jetzt die tollen roten und blauen Chips herstellen. Das ist, ja. Und Advanced Material Processing. Was machst du? Du machst lila Chips. ETF. Nee, die will ich noch nicht. Golfschläger? Nein, Bundled Wire. Was ist das denn alles? Item Collector? Nein, 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 das wollen wir noch nicht. Schnellere Fließbänder, auch nicht so eine hohe Priorität. Solarzellen geht so. Was brauchen wir hierfür? Stahl. Was brauchen wir für Stahl? Tools Stufe 3. Okay, gib mir Tools. Ah. Ja, komm. Aber es ist auch eine sehr schöne Begrenzung für unsere Basis. Also einmal, wenn Viecher von unten kommen, verheddern die sich sowas von dermaßen in dem Wald, dass sie nicht durchkommen. Und es saugt halt auch den ganzen Smog auf. Was schon mal irre praktisch ist. Also den Wald unten sollte ich stehen lassen, so lange wie möglich. Wobei das ein Platzproblem wird, ha? Ab wo ist Wald? Ab diesem Grisselzeug hier. Ja, das wird definitiv ein Platzproblem. Aber gucken wir mal. Also hier ist sich, da ist eine Basis. Aber es dauert noch ein bisschen, bis der Smog da ankommt. Müssen wir trotzdem vorsichtig sein. Was hast du denn? Du hast nur einen Spawner, aber drei Würmer anscheinend. Und das, da könnte ein Medium-Beißer sein. Also, nee, selbst mit Türmen kommen wir da nicht weit. Das heißt, da Vorsicht. Gut, das war der eine Punkt, den wir checken wollten. Jetzt noch einmal hier am Rand lang und es sind überall Wälder. Warum hätte ich nicht in der Wüste starten können? Warum sind hier Bäume auf der Wüste? Auf Sandboden? Also es wachsen ein paar Bäume auf Sandboden. Die nennen sich Palmen. Aber keine Laubbäume. Soweit mir bekannt ist zumindest. Aber was weiß ich schon. Was haben wir hier? Braunes Zeug. Und wieder Limestone? Oder was ist das Weiße? Ja, Limestone. Das brauchen wir für Straßen später. Du bist einfach nur ein Pixel. Da unten ist eine Basis, aber die ist viel zu weit weg. Können wir ignorieren. Oh, hier sollte ich gar nicht weiterlaufen. Da wissen wir, dass eine sehr, sehr große Basis ist. Der nächste Punkt war jetzt oben links. Weil da haben wir Smog, der in die Dunkelheit geführt hat. Und wir wissen halt nicht, ob da vielleicht schon eine schnüffelnde Basis ist. Das wäre also wichtig. Da haben wir noch Limestone, da haben wir noch Kupfer. Und hier hatte ich ja eigentlich die Basis geplant. In etwas größerem Stil. Aber da wäre die Basis ein Riesenproblem. Da können wir nichts gegen machen. So, Tools sind auch gleich fertig. Sehr gut. Ich schalte mal höher zum schneller Laufen. Weil hier sind keine Bäume im Weg. Dann sparen wir ein wenig Aufnahmezeit. Keine Bäume im Weg, ha? Du mich auch. Komm schon. Ja, sehr gut. Oh, Mist. Okay. Aber die ist ein bisschen weiter weg, die Basis. Das könnte hinhauen. Wir dürfen bloß nicht nach oben expandieren. Oh
Gott. Okay. Die ist groß. Sehr groß. Jetzt bitte lass da links nicht auch noch eine Basis sein, denn ist alles gut. Ja, schneller. Ja, schön Abstand halten, sonst pulst du da noch irgendwas. Und gleich weiter mit Stufe 3. Das erlaubt dann Mining Power 2,5. Okay. Da. Was? Da ist eine Basis. Aber es ist eine Basis, die nicht vom Smog beeinflusst wurde bisher. Und hat nur einen Spawner. Haben wir Türme dabei? Ja, haben wir. Die müsste eigentlich möglichst schnell weg, bevor die groß wird. Hier sind viel zu viele Bäume. Ich glaube, ich gehe mal jetzt in den Wüstenbereich, da wo keine Bäume sind. Versuche hier ein bisschen was vorzubereiten. Aber ich... Ja doch, ich habe 240 Magazine dabei. Das sollte reichen. Also, gib mir einen davon. So war das nicht geplant. Eigentlich hätte ich ganz gerne euch hier befüllt. So. So. So, dann pull ich euch. Eins, zwei, drei, schneller. Ich glaube, der eine Turm zerfetzt gleich. So. Euch wieder abbauen. Der ist sowas von zerstört. Aber die kommen gar nicht erst ran, das ist okay. Sollte reichen. Den Rest verschieße ich auf das Ding. So, und jetzt warten eine Weile. Kein Vieh dürfte ran. Ah. Doch, die kommen ran, aber ich regeneriere schnell genug hoch. Okay. Und ich habe auch absolut keine Hemmung, das so zu machen, wie ich es jetzt mache. Weil wenn wir das nicht machen, werden wir innerhalb von 3-4 Folgen überrannt. Sobald nämlich der Smog hier bei der Basis ankommt und wir Medium-Beißer bekommen, können wir nicht mehr gegen anstinkern. Also Medium-Beißer, ich glaube ein einziger Medium-Beißer würde unsere Basis und uns, so wie es jetzt ist, zerreißen. Oh, das war Autosave. Oh, ersten 50 Magazine weg. Weg, 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 weg. Sehr gut, komm. So, einpacken, einpacken, einpacken. Und die da schon mal mitnehmen für eventuell später irgendwann. So, das heißt, die nächste Bedrohung wäre da unten, aber da sind Würmer mit bei, das wird garstig. Da müssen wir uns besser vorbereiten. Also wir müssen vorsichtig sein bei der Expansion nach unten. Hm. Nach oben expandieren ist aber nicht. Weil ich da eigentlich zumachen wollte. Und Smog geht schon bis hier, ja. Weil hier keine Bäume sind, ne? Aber hier ist eine schöne Baumwand, die wir den ganzen Smog auffressen. Hoffentlich. Das heißt, wir setzen da eine Mauer lang. Wir setzen da eine Mauer lang. Und dann gucken wir weiter. Ja, okay, ab nach Hause. Zweifach. Gucken, ob die ganzen Maschinen noch so laufen, wie sie laufen sollen, weil wir waren jetzt ja doch ein bisschen länger weg. Weil es ist halt noch nicht alles vollautomatisch. Das ist alles noch ziemlich am Anfang. Gerade was Holzkohle nachfüllen angeht und so weiter, könnte das problematisch werden. So, einfach. Ja, ist alles gut. Die Dinger laufen. Oh, und da gab es auch von mehreren Leuten den Hinweis, die laufen jetzt aber alle nur mit 80%, weil sie mit dreckigem Wasser arbeiten. Wir bräuchten also eine Fabrik. Die müssten wir hier irgendwo zwischenschalten, was jetzt nicht ganz so toll ist. Oh, ne, machen wir es lieber erstmal hier unten. Da zwischenschalten und... Was? Achso. Und dann müssten wir hier irgendwo einstellen, dass das Wasser gefiltert wird. Ah, hier. Produkt, Dreckwasser und Stein, Dreckwasser und Sand, einfach nur Dreckwasser. Nimm mal Dreckwasser und
Sand. Dann hätte ich gerne noch eine Pumpe. Habe ich die schon gebaut? Nee, ne? Nee, okay. Du bist keine Pumpe. Du hast damit nichts zu tun. Da, eine Offshore-Pump. Da hätte ich gerne noch ein paar Rohre. Und noch Untergrundrohre. Dann passt das. So, du nimmst bitte von hier das Zeug. Wo landen die ganzen Rohre? Achso, die wurden gleich weiterverarbeitet zu denen da. So, du machst dann einen runter, machst nach da. Klick. So. Und jetzt bräuchten wir allerdings noch irgendwo ein Ärmchen, das das Ding in die Kiste packt. Was jetzt problematisch ist, weil da kommt auch noch so ein Ding hin. Ja, dann halt kein Strom. Du Strommast. Da tust da hinten bitte eine Kiste. So. Du nimmst keine Kohle, weil das Zeug nicht fließt. Das ist nicht gut. Und es gab schon mehrere andere Ideen, wie ich das hier lösen könnte. Aber ich würde das gerne versuchen, mit dem System irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, ich mache einfach einen Kreisverkehr draus. Weil wenn die sich bewegen, dann scheint das zu klappen. Seht ihr? Dann kann er das rausnehmen. Oh, oder ich mache einfach ein rotes Ärmchen draus. Oder? Nee, das ist falsch rum. So ein normales rotes Ärmchen. Nee. Half-Output-Inserter? Nein. So ein gelbes Ding vielleicht? Das funktioniert komischerweise nicht. Doch, tut's. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo genau der Unterschied ist. Also das Ding legt jetzt eigentlich auf die naheliegende Seite. Also die Ärmchen hier legen normalerweise, wenn hier jetzt ein Fließband wäre, würden sie es hinten hinlegen. Und die Dinger würden es vorne hinlegen. Warum das Ding jetzt die Sachen schräg greifen kann, das andere nicht, keine Ahnung. Aber es klappt und das ist das Wichtigste. So, wir haben die Stufe 3 Pickaxe freigeschaltet, das ist gut. Jetzt können wir Stahl freischalten. Stahl bekommen wir Stahl, Stahlkisten, Stahlwerkzeug und Stahlzahnräder. Yay! Noch mehr Fabriken, die ich bauen muss. Gut, Stahl erforschen. Es kommt ganz schön schnell Sand zusammen. Ich sollte vielleicht eine Eisenkiste dahinlegen. So. Du läufst. Und die hier haben jetzt 100% Performance. Und die hier halt noch 80. Das heißt, der Strommast muss da weg. So. Du da, Fabrik. Hierhin. Du machst bitte. Wo war das? Dietech Machines hier. Du machst bitte Wasser und als Nebenprodukt nimmst du Stein, weil unsere Steinminen irgendwann alle sind. Klingt sinnvoll. Und das ging flott. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Advanced Material Processing. Das ist gut. Und wir hätten große Strommasten. Ich will eigentlich mittlere Strommäste. Das ist groß. Das ist komisches blaues Zeug. MK2 Pipes und Boiler und... Nee. Bleibt mir fern. Ich will einfach nur mein Muster legen. Bin ich glücklich. Züge, nein. Ich gehe jetzt einfach alles durch, weil ich nicht weiß, wo es auftaucht. Roboter kommen später, Tanks kommen später, das kommt alles später. Komische Hightech-Kram kommt später. Ist nicht mehr so viel Platz, wo es sein könnte. Ich habe es bestimmt schon überklickt, weil ich zu schnell durchras. Das sind die Module, nee. Solarzellen, Batterien, nee. Komische Module, die ich noch nie gesehen habe. Nee, Straßen.
Kann ich die schon bauen? Nö. Batterien. Batterien erlauben bessere Batterien, die ich noch gar nicht kenne. Und Science Packs. Das erlaubt. Ach so, es werden noch gar nicht alle Sachen angezeigt. Also die zweiten Stufen, die dritten Stufen und so weiter werden noch gar nicht angezeigt. Aber jetzt Batterien erforschen, das dauert noch, bis wir Batterien herstellen. Da brauchen wir Schwefelsäure für. Dafür brauchen wir die ganze Ölgeschichte. Das ist nicht so schön. Laser Turrets hätte ich ganz gerne. Brauchen wir aber auch Batterien für. Aber wo zum Geier sind die Strommäste?